Was ich hier jetzt mache, ist ganz schwierig, weil der Auflagepunkt weiter hinten ist, da wo ich mit der linken Hand festhalte. Daher muss es sehr, sehr vorsichtig gesägt werden. Denn sobald das Sägeblatt klemmt, wird das Sägeband klemmt, kann es auch reißen. So, in diesem Fall ist es nicht gerissen. Und so setze ich noch einen Schnitt hier nach. Dann habe ich eine andere Form des Halses und des Kopfes. Wobei das andere fast besser aussah. Naja, mit ein bisschen Schmirgelpapier. Genau. Also ich versuche auch die beste Form rauszukriegen und das ist nicht mal so einfach hier. Nachschleifen ist immer noch besser als nachsägen. Also das können wir jetzt mal so stehen lassen. Moment. So, hätten wir hier die Dienerfigur einmal. Sieht ja eigentlich auch vorerst nicht schlecht aus. Da kann noch ein bisschen beigeschliffen werden, da wo ich angesetzt habe. Aber es wird was.